Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Yester. Schön, dass ihr eingeschaltet habt am zweiten Weihnachtsfeiertag. Hallo. Hallo, hab ich doch schon gesagt. Hallo, hallo, Ja, aber ich habe gerade hallo. gesagt. Ach so, doch. Naja, egal. Nee. Nee, stimmt, du hast bloß Fiesta gesagt. So, was wollten wir tun? Wir haben ja hier das Verlies schon angefangen. Wir machen da jetzt ein bisschen weiter. Eigentlich könnten wir es direkt abschließen. Wenn wir es schaffen. Ja, Kai, bestimmt. Keine Ahnung. Aber ich wollte vorher noch eine Kleinigkeit. Nö, egal. Ich weiß nicht mehr, was ich eben machen wollte. Vor der Aufnahme hatte ich es noch gewusst, jetzt nicht mehr. Was müssen wir denn tun? Wir Ich müssen finde ja die verließen. fliegenden Sterne da so schön. Was für Sterne? Sterne hier. Was für Sterne? Ja, die wo hier so fliegen. Wo fliegen hier Sterne? Nicht? Ach da, ah eben, ja okay, die Dinger hier. Da hatte ich eben, da hatte ich keine, da hatte ich Da nicht drauf Boah, geachtet. das eine. Wunderschön. Das wäre schon die schön. Immer so Vierecke. Gar nicht so Sterne. Ja, aber die Sterne sind Vierecke, Bilder, die großgezogen werden, wenn du mal richtig hinguckst. Ach ja, okay. Quadrate, ja. Naja, cool. Ja, okay, weiter. Candies müssen wir machen. Kommen wir mal rein, ne? Du machst mit? Ja. Ja, ich Wir frage werden schon mal. hier laufen müssen. Ich wollte gerade sagen, willst du kiten? Das ist eigentlich am einfachsten. Doch, kite. Nein. Doch, kite. Nein. Komm schon. Ach, die gehen doch schnell. Nee, gehen sie nicht. Kiten ist viel einfacher. Nur damit du wieder nichts machen musst. Ich mach genug, glaubt man das. Ich setze meine Deto die ganze Zeit ein. Meine Nee, da Spam-Deto. verlaufe ich mich. Char-Wechsel. Das war nämlich genau was für mich. Ich würde hier durchhalten. Wir sollen mal wechseln. Ja, jetzt während der Aufnahme mal nicht. Wäre blöd wegen Passwort und so, ne? Ja, Pause. Hört das? Nein, komm, wir machen da jetzt so weiter. Wenn du nicht kiten willst, willst du halt nicht kiten. Da kann ich auch nichts dran ändern. Was war das? Ach, das ist Saphir. Okay. Aber hier sind ja genug eigentlich. Ja, guck mal, 6 Stück haben wir ja schon. Laufen wir zurück, sind noch mal 4. Böses Vivi, böse, böse. Ich bin mal gespannt, ob es irgendjemand merkt. Ich habe vor ein paar Tagen in dem Falle. Nein, halt, den wollte ich gar nicht. Habe ich mein Kanalbanner, nicht mein Kanal, mein Avatar habe ich geändert. Mal gucken, ob da Kommentare kommen. Vorgestern. Ja. Weil ich hatte echt die Schnauze voll von diesem Cartoon. Minimi, das war einfach. Ja, klar. Wollte mal wieder was Neues. Ich bin auch am Überlegen, ob ich denn den Banner rausmache oder ändere den Gaming is Gaming not ist a so die crime. Frage. Ja, kann schon ändern. So ein bisschen Kanaländerung, einfach mal wieder was Neues. Gerade jetzt zum neuen Jahr. Vielleicht auch mit einem neuen Intro. Aber diesmal. Das sagst du schon lang. Ist Ja, eigentlich von dem anderen was gekommen? ich habe mit Skrillex in der Zwischenzeit noch nicht geschrieben, weil er hat momentan ziemlich viel zu tun mit seinen Klausuren. Nee, Skrillex? Doch, Skrillex, von Skrillex. Ach so, nee, den, wo du meinst, den meint er, von dem ist nichts gekommen. Hat. Skrillex wollte mir ein neues Intro machen. Hm.
Aber das dauert einfach noch ein bisschen, weil er momentan mehr Zeit ins Lernen investieren muss. Ja, okay. Was man auch voll und ganz nachvollziehen kann. Also muss ja, ne? Das ist ja wohl um einiges wichtiger. Natürlich. Ja, und jetzt noch Weihnachten dazwischen, ne? Ja, ganze Weihnachtsstress. Dann kommt, wenn der Weihnachtsstress rum ist, ist das Silvesterstress da. Da muss man zwar nicht so viel vorbereiten, aber da muss man auch was vorbereiten. Zu kochen und sowas oder Raketen kaufen, planen, wie man es macht. Hast du eigentlich vor, dieses Jahr zu kaufen? Nee, eigentlich nicht. Gar nichts? Ich weiß nicht. Im Endeffekt ist es doch auch, ist es doch wieder bloß hochgeblossenes Geld, weißt du, was ich meine? Natürlich. Sollen wir Gordi auch melden? Es sind 6 Leute drin. Ja. Ja, aber ich sag mal, ja. Ich muss mal mit der Jessie reden, ob die holen. Weil, wenn die dann holen. Ich weiß nicht, ist ja, so ich, blöd, dann ich bin dann, alleine. Ich bin dann eher für so eine Fontäne oder so. Weißt du. Kennst du noch den Uranus, wo ich beim letzten Mal hatte? Ja, da kommt dann, was weiß ich, 120 Schuss raus. Ach, oder so sowas. Box, ja. Ja. Ja gut, ist ja trotzdem Feuerwerk. Ja, aber wenn ich Feuerwerk kaufe, dann ja, hole ich mir sowas. Generell. Weil eigentlich bin ich ja in Zwischenzeit kein großer Fan mehr von. Weil ich finde, es ist jedes Mal, wenn man sich mal die Preise anguckt, in der Zwischenzeit ist das so heftig. Und kostet teilweise die Sachen genauso viel wie ein Spiel. Ja, nee, nicht ganz. Also da gibt's Sachen für 50, 60 Euro, ne? Na, da ist gerade halt Battle.com das drin. Okay. Ja, aber ich find's, doch interessant, wie manche da 100 Euro da hochballern können. Ja, das ist mal so. Ja, das ist wahr. Das ist. Weil sind wir doch mal ehrlich, das Geld, das ist. Fortgeschmissen, ne? Ja, jo, natürlich ist es fortgeschmissen. Und da es jeder macht, kannst du eigentlich auch bei der anderen zugucken. Richard und bei der anderen hast du. Richtig, theoretisch, wenn man es so sieht. Wenn es warm genug wäre. Aber es braucht gar nicht so warm zu sein. Könntest du dich draußen auch auf deine Terrasse oder auf deinen Balkon legen, ja, und einfach zuschauen, dabei gemütlich einen trinken ich oder zwei. Sitze, ja. Vielleicht auch mit dem Raclette-Grill raus auf die Terrasse gehen. Ah, nee. Nee, als Beispiel Jacke an, Raclette-Grill und dann draußen einfach essen und dabei das Feuerwerk genießen. Weißt, das wäre halt und auch sowas, ne? Läufst du denn hin? Mit den kann ich. Gehen doch noch drei Euro. Hier, guck mal, wir brauchen doch bloß noch einen. Ja, die Hände. Der stand doch direkt links neben uns. Ja, und die direkt vor uns. Ja, die waren aber viel weiter weg als der hier. Nein, finde ich nicht. So. Ist er da um die ganze Kurve gelaufen? Nee, eigentlich nicht. So, sind fertig, gehen wir abgeben oder ja, ne? Natürlich. Ja, weil ich wollte mal kurz ins Lager schauen. Ach so, ja, dann lass mich zuerst abgeben gehen. So, nee, eigentlich brauche ich nicht ins Lager schauen. Wir kommen ja eh gleich nach oben. Nee, ich glaube, ich muss Serverwechsel sogar machen. Serverwechsel? Mhm. Warum Serverwechsel? Ach, ich wollte mal meinen Pegasus holen. Dann musst du nicht Serverwechsel machen. Ach so. Wie willst du das machen? Das ist nicht serverübergreifend, Schatz. Oder? Doch, natürlich ist es serverübergreifend, ja, klar. Doch. Natürlich. Ja, das können wir aber jetzt zwischen der Aufnahme machen dann. Jetzt ja, jetzt spring erstmal rüber, hol. Ja, das ist kein Thema. Nee, es ist nicht serverübergreifend. Wenn du den schon aktiviert hast und im Lager hast bei dem NS-Server, dann kannst du da nicht mehr zugreifen auf den Pegasus. Nein, ich muss bloß auf einen anderen Char. Bei mir ist das doch alles eins. Ja, auf Apo. Nicht auf Marquis. Du hast den mit Sanika aktiviert oder mit Sahira. Ja. Wir sind hier auf Marquis.
Geht das auch nicht? Nein, das geht nicht. Hättest du ihn noch nicht aktiviert, dann hättest du ihn in deinem Itemshop-Inventar. Ja, aber das Lager? Das Lager ist nur Server. Das ist Server fest. Du hast nur die Sachen auf dem, wenn du jetzt halt hier im das noch im Anzeigen gekaufte erhaltene Premium-Gegenstände im Inventar hättest. Oh, dann hast du. Das ist gerade so blöd. Ja, dann habe ich mit Sanika ein anderes Lager wie mit der? Ja, weil Sanika auf Apo ist und wir hier auf Marquis spielen, Schatz. Habe ich bei der im Lager? Habe ich bei der anderen dann im Lager? Das weiß ich doch nicht. Du hast kein Premium-Reittier bei der anderen. Du hast dir da kein Premium-Reittier geholt. Genau. Ruf dich. Ja, aber denk dran, Kettending, ja, hab ne? schon. Da muss ich echt gucken gehen mal. Muss ich gucken gehen, glaub mir so. Ja, wie weit denn noch von davon oben weg? 3 Kilometer laufen hier. 80%? 83%. Okay, bringt bloß 3%, aber besser als gar nichts. 35 Rubinenwächter, rufst du mit? So, die Frage ist, wie viel sind drin? 10 Stück. Oh Gott, das kriege man noch gebacken. Meine Uhr ist im Übrigen wieder da. Ich weiß nicht, warum die weg war beim letzten Mal. Ich habe es viel schwerer in Erinnerung, das Verlies. Ja, irgendwie, gell? Also, dass die Gegner um einiges stärker gewesen sind. Gut, wir sind ja schon 5 Level über denen, ne? Ja, die Quest jetzt nicht mehr, oder? Hey? Ich weiß es gar nicht, wie hieß denn die Quest? Hier. Na gut, doch, ist 81 noch. 81 bis 89, ne? So weit Leid prüfen. Das ist ein bisschen nervig, finde ich fast. Aber es gibt halt auch gute EP, ne? Ich meine, die bringen uns jetzt halt diesmal knapp 10.000. Ja, ich hab's gerade gesehen. Hey, holla. Machst du einen Booster für eine Stunde rein? Habe ich eigentlich noch Booster? Ich habe noch einen 7-Tage-Booster, aber das lohnt sich nicht. Ich finde, die 7-Tage-Booster lohnen sich an sich nicht, wegen den 30%, ne? Das ist plus 30 Stunden, ja? Immer? Nee, nicht immer. Meistens sind es 20%. Immer mal wieder Kingdom Quest im Auge behalten. Habe ich mich eigentlich schon angemeldet? Oh, guck mal, yes. Hexenhut. Oh, ich habe nur den ganz normalen Hexenhut. Was ist das? Naja, gut. Na gut, Con ist ganz gut. Okay. Ja, besser als ein normaler. Der war der 67, der 3. Braucht bloß normal. Braucht bloß normal. Ja, aber warum normal nehmen, wenn man auch einen guten bekommt? Warte mal, komm, wir können hier lang laufen. Da braucht man die Bienen. Da braucht man die Bienchen nicht zu machen. Naja gut, was ist besser? Nicht nur der Verlies-Kristallwächter, ne? Oh jo. Oh ja, jetzt bloß einer. 2, 3. Hä? Ach, da hinten. Ich wollte gerade sagen, wo sind sie denn jetzt? Ja, hol doch noch mehr. Ja, wieso? Die stehen doch da bloß alle. Da kann ich da nichts für. Die gehen ja schnell. Ach, die deine eigenen Tränke.
Warum nicht meine? Was? Du hast den Mana dran geklaut, das habe ich gesehen. Ja und? Ja, mach dir deine eigenen Dränge. Ich muss sammeln. Ist das denn hier denn keine Rubinwächter? Ich wollte gerade sagen, sind wir doch runter. Ja, aber hier lang, Schatzi. Hier. Ui. Das sind ein paar viele Gegner. 13? Ah, das ist erst bei 20. Achso, 13. Dauert also noch ein bisschen. Straster. Ich wollte eigentlich Nova werfen, nicht Entfernung. Ah ja, stimmt. Siehst du mal, jetzt habe ich mal drauf gehört, ob man die Tasten extrem laut hört, ne? Mhm. Aber ja, eigentlich schon, ne? Wenn ich so jetzt spiele, einfach bloß, dann hört man die gut. Aber mit Kopfhörer meine ich jetzt, hört man die halt nicht so. Das man also ich höre durch meine Kopfhörer ziemlich laut. Ja gut, deine Kopfhörer sind ja aber nicht so schalldicht wie meine. Jo, vielleicht. Ja, wo sind sie denn? Da hin. Da sind sie. So. Oh, mein. Hol mal die zusammen. Coole Matimo, Zammato, wieso greift der dich jetzt an? Du bist doch gar nicht so viel stärker als ich. Ja, scheint so. Scheint doch so. Das ist bescheuert. Der macht das falsch. Ja, 7 haben wir schon im Monat. Ja, aber 35. Ist, dass die so wenig da stehen? Ja, natürlich. Mal suchen. Ach, guck mal, da steht noch einer direkt um die Kurve. Ist das nicht herrlich? Wunderbar. So muss das sein. Hallo? So muss das sein. Da ist noch einer, den will ich nicht. Ach, verdammt, die kommen gleich zu dritt. Ich wollte doch bloß den einen. Mehr wollte ich doch gar nicht. Boah, jetzt zieh ich so voll aus dem Gedöns raus. Jo, die kriegen noch einen guten Schaden. So, 11. Kurz im Auge behalten. 16. Und geöffnete Karte. Mal rein. Aber es sind mit meinem Glück habe ich die Karte schon. Natürlich. Und was steht. Schweine? Ach, die Rubinwächter. So wenig stehen, ne? Aber ja, was will man machen? Keine Ahnung. Wenn nun suchen, würde ich sagen.
Ich glaube, wir laufen mal in die Richtung zurück. Vielleicht sind die Gegner bis dahin wieder gespawnt. Dann braucht man nicht immer so weit zu laufen. Und wir haben nicht so viele Gegner. Brauchen die nicht aber eigentlich lang, bis sie wieder spawnen hier drin? Nee, eigentlich nicht so arg lang. Eigentlich. Sagte er und bis in den Apfel. Was? Nö. Nee, in den Apfel ging das nicht. Nein? Nee. Ich war mir fast sicher. Nee, das war irgendwas, Geschmackssache, sagte er. Ach so, ja, Geschmackssache, sagte der Affe und bis in die Seife. Seife? Ja. Ah, es spawnt so langsam nichts. Weiter. Weil wie viele gehen wir raus? 18? Mhm. Noch 16. Gut. Apropos 16, die Folge ist zu Ende. Mit 21. Wenn es euch gefallen hat, Bewertung da lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.